Wir gehen langsam die Ideen aus. Ich habe keinen Plan. Die Fabrik bringt doch auch nichts. Da ist Zahnrad wieder einspannen. Eine Kerze können wir ja nicht mitnehmen zum Schweißen. Das haben wir ja. Und den Schraubstock damit, schön und gut, aber. Und was dann? Vielleicht, warte mal. Feuerspot, vielleicht. Das wäre eine Idee. Spot, schweißen. Hat's geklappt? Ein ganzes Zahnrad. Ist ja genial. Dann wollen wir doch mal sehen. So einfach war die Lösung. Ach, wer so ein Zahnradrätsel. Na toll. Okay. Was tun wir? Okay, wir müssen das so machen, dass es sich bewegt hier. Verstehe. Geh du mal hier weg. Da passt es nicht rein. Das kleine passt dahin. Müsste ich eigentlich drehen. Gehen wir aus dem Bild hier. Seid weg aus dem Bild. Das kleine. Okay, so fast das eine, das kleine und das. Okay, so könnte das funktionieren. Okay, das dreht sich schon. Das ist gut. Nee, das tut's nicht. Das tut sich auch nicht drehen. Okay, das Rätsel kriegen wir schon hin. Okay, das dreht sich. Das dreht sich. Das dreht sich. Und das dreht sich. Sehr schön. Wir haben bestimmt auch noch andere Wege, aber ja, wir haben es geschafft. Was geht's? Ui. Ein neues Gebiet, die Hinterlande. Und viele die Kerzen hier. Das sind alles die Kerzen. Müssen wir die einzeln auspusten oder was? Machen wir mal. Zuerst. Das könnte ein großer Fehler sein, aber wir machen hier mal zu Beginn hier gleich mal den Audiokommentar. Ah, das hier ist jetzt der Raum. Das hier ist jetzt der Raum, wo Marco sich quasi mitgefilmt hat, wie er den Raum painted. Also vorgezeichnet hat er auch diesen Raum auf Papier und hat dann, während er den Raum koloriert hat, irgendwie so ein Tool, so ein Fraps-Ding. So ein Fraps mal mitlaufen lassen, was damals auch noch irgendwie 1632 oder sowas ein bisschen anstrengend war, weil der Rechner ein bisschen langsamer war. Musste man noch kurbeln und so weiter. Ja, genau. Hat immer einer unterm Tisch gesessen und gekurbelt. Richtig, und das Äffchen dann im Laufrad und so weiter. Ja, ich glaube, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man sich das Video sogar angucken. Mhm. Oh, cool. Das war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit.
extra Material. Das hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auch. Irre, wenn man dir dann dabei zuguckt, wie du dann halt irgendwie von Wolke zu Wolke springst. So. Das ist ja die extra Edition oder sowas, die ich gekauft habe. Halt deswegen sind da die Kommentare mit dabei. Und ich mag jetzt viel auf dem Aufbau von dir. Also gerade die beiden noch andere extra Sachen. So in den Mond reinragen. Das ist so diese Hanglage, so als sich das Ganze Special so Edition. Mäßig zu den Seiten so hochbiegen. Ich glaube, ich musste bei dem Screen mal ein bisschen Monkey Island an den an die Schwertkämpferin denken. An den Screen mit der einen Hütte im Wald. Nicht spoilern, ich habe nur Monkey Island 3 gespielt. Kann auch sein, komplett anders die anderen Teile habe ich noch nicht gemacht. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Mit der Brücke. Ist schon viel tiefer im Wald. Aber das hier ist schon eine ganz eigene Stimmung, gerade durch die Kerzen. Das ist natürlich nochmal ein ganz enormer Wahnsinn, dass du halt irgendwie überall zwei Versionen gemacht hast. Einmal Kerzen an, Kerzen aus. Und das für jede einzelne Kerze können wir alle ausmachen. Oder anmachen. Oder ausmachen. Ich weiß ausmachen. Nicht. Alle ausmachen. Ja. Können wir die Kerzen hier einzeln auspusten? Und einen großen Pust. Einen frohen Pust hier. Sind wir jetzt erstmal eine Weile mit beschäftigt? Ach so, wollte gerade sagen, einzeln auspusten. Das wäre ein bisschen viel. So, hier. Müssen wir noch den Mönch überwältigen, dass er den nicht wieder anzündet. Oh, ein Yaki. Das passt hier nicht. Und was passt hier nicht? Saki passt hier nicht? Oder geht's noch in den Wald hinein? Die Hütte. Da haben wir noch ein Fass, was wir uns anschauen können. Können wir jetzt hier Mormon spielen? Nicht nötig. Wie nicht nötig? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, nicht viel passiert. Eine Hütte, wer da wohl wohnt? Ich habe die Befürchtung, dass wir das noch fangen müssen, das Yaki. Ich sollte erst einmal gucken, ob jemand zu Hause ist. Dann gucken wir, ob jemand zu Hause ist. Komm rein. Oha. Hallihallöle. Kann ich mir diese Kerze ausleihen? Ja, nimm sie ruhig. Jeder braucht ein Licht, das ihn im Dunkeln leitet. Und es ist gerade ziemlich dunkel. Okay. Töpfer. Kann ich mir einen von deinen Töpfen mitnehmen? Das geht leider nicht. Ich besitze nicht viel. Ich habe nichts, was ich entbehren könnte. Können wir dir was schenken? Kann ich mir eines von deinen Gläsern mitnehmen? Das geht leider. Ich habe nicht. Ein Bett. Kann ich mir dein Bett mitnehmen? Bist du müde, kleiner Mann? Nicht wirklich. Ich leide unter massiven Schlafstörungen. Warum machst du dich dann an meinem Bett zu schaffen? Schon gut. Dann halt nicht. Mulachai ist das also. So können wir dir eine Maus schenken. Ich glaube nicht, dass er Verwendung dafür hat. Hast du Verwendung für eine Perle? Ist das eine von Rubens Perlen? Ja, aber er hatte auch schon vorher nicht alle Perlen auf der Schnur, wenn du verstehst. Er ist ein Tor, wenn er glaubt, seinen Status beizubehalten, indem er nichts mehr verändert. Nur Bewegung bringt Konsistenz. Aha. Ein Zettel. Kennst du dich mit Noten aus? Man hört nicht viel Musik auf dieser Insel. Wie Kalida. Ich höre ständig Musik auf dieser Insel. Fabrik. Wenn überhaupt. Der Soundtrack läuft munter im Hintergrund. Yakis. Sie singen eine traurige Melodie, die vom Untergang kündet. Next. Ich glaube nicht, dass er Verwendung dafür hat. Das glaube ich aber auch. Ich glaube nicht, dass er Okay, dann reden wir mal. Können wir ihm vielleicht Spot anbieten? Das haben wir noch nicht versucht.
Gott, Mulachai will seine Ruhe haben. Ach, will er das? Nett hast du's hier. Danke. Ich lebe gerne allein. Oh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Einsamkeit ist ein wahrer Segen. Ganz meine Meinung, aber du wiederholst dich irgendwie. Ich will mit dir über Kalida reden. Was willst du wissen? Ich habe vor, Kalida zu wecken. Das wäre sehr unklug. Einfach nur, das wäre unklug? Gibt es dafür vielleicht auch eine Begründung? Keine, die dir gefällt. Keine, die dir gefällt? Eine Frage noch. Würde mir die Begründung tatsächlich noch weniger gefallen, als keine zu bekommen? Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Du bist voller Fragen. Und wenn du die Antworten nicht akzeptieren willst, dann wird das auch immer so bleiben. Wie meintest du das vorhin? Ich habe Kalida gefunden? Ich bin jetzt ein Teil von ihr? Ich meinte es, wie ich es gesagt habe. Also arrogant und unpräzise. Wenn das dein Eindruck war... Wo finde ich Kalida denn jetzt? Kalida ist immer unter uns. Wirklich? Schade, dass ich meine Schaufel verloren habe. Wollte ich auch gerade sagen, man es Wort wirklich nimmt, unter uns... Wirklich unter uns? Wir müssen uns runterbuddeln. Ist es wirklich zu viel verlangt, ein einziges Mal eine klare Auskunft zu bekommen? Vielleicht fragst du nur nicht die richtigen Fragen. Wie wäre es mit, wann hörst du endlich auf, um den heißen Brei herumzureden? Genug von Kalida. Wie du willst. Was hältst du von Ruben? Er ist ein Narr. Er denkt, er kann alles so lassen, wie es ist, indem er keinen Finger mehr rührt. Es scheint eine gute Taktik zu sein. Es ist ein Irrtum. Nichts steht still. Alles bewegt sich. Und das ist gut so. Das würdest du nicht sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß. Ach, nichts. Was sollen all die Kerzen? Das ist mein Beitrag zum Gleichgewicht auf dieser Insel. Alles hat Einfluss aufeinander. Das Licht der Kerzen hält die 5 Yakis fern, die auf dieser Insel leben. Es heißt, sobald im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Die 5 anderen? So heißt es, ja. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Die Kerzen verhindern also, dass die Yakis Kalida aufwecken? Kurz gesagt, ja. Kannst du das mit den Kerzen nicht? Wir müssen also 5 Nein. von den Dingern fangen. Nein? Ach komm schon, es ist wichtig. Wir könnten alle sterben. Nur Stillstand ist der Tod. Merk dir das. Es gibt keine Balance ohne Bewegung. Ach, das ist doch alles nur Gewäsch. Ich rede hier von einer tatsächlichen Bedrohung. Es ist kein Gewäsch. Eher ein Naturgesetz. Keine Balance ohne Bewegung. Es ist wie in diesem Schachspiel hier. Und wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich habe dir gesagt, dass es unmöglich ist. Was willst du also beweisen? Tja, keine Balance ohne Helium. Was? Was spielst du da? Das ist ein Rätsel. Oh, ein Rätsel. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin gut in Rätseln. Worum geht es? Ist das eine Art Damenspiel? Das Problem ist eher philosophischer Natur und es ist lehrreich. Das Rätsel lehrt uns, dass es nicht möglich ist, ein vollkommenes Gleichgewicht zu schaffen. Alles muss immer in Bewegung bleiben. Du wiederholst dich. Ach ja? Das wollen wir doch mal sehen. Du kannst es gerne versuchen, aber es ist zwecklos. Also, was muss ich machen? Die Damen können waagerecht und diagonal ziehen, wie beim Schach. Sie müssten am Ende so stehen, dass sie sich nicht gegenseitig schlagen können. Aber bemühe dich nicht. Gleichgewicht ohne Bewegung, so etwas ist unmöglich. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich bin tierisch schlecht im Schach. Ich weiß nicht, ob es... Keine Ahnung. Okay, die können sich schlagen. Mal ausprobieren. Jetzt bestimmt eine Möglichkeit.
nämlich die Umstände, die nicht dort gerade stehen. Gut, dass mir angezeigt wird hier. Hinten das letzte. Ah, können alle verstellen. Uff. Das kann ja was werden. Da stand das. Also, warte mal. Lass mal gucken, wo wir eins finden, wo nur eins. Ein Feld finden, wo nur eine betroffen ist. Da ist noch eine betroffen. Und war die hier. Und das so hinstellen und das so hinstellen. Können die sich gegenseitig schlagen? Ah, okay. Müssen vielleicht das so hinstellen, dass dann hier nur von einer geschlagen werden kann. Dann haben wir vielleicht eine Chance, die andere dann halt wegzustellen an den anderen Punkt, wo auch nur einer geschlagen wird. Das ist, glaube ich, ganz schlecht. In den Ecken ist immer nur eine Figur, aber. Und wenn die jetzt irgendwo in die Mitte stellen. Wegnehmen, eine Figur wegnehmen. Uff. Ja, genau, dieses Schachspiel, wir haben es ja eben schon mal in dem anderen Raum erzählt, also Mist. Beziehungsweise gleich, falls ihr es noch nicht angeklickt habt im anderen Raum, hatten wir das erzählt, schon mal so ein Vorgriff auf die Zukunft, dass Marco lange Zeit dachte, er hätte sich dieses Rätsel vollkommen willkürlich ausgesucht. Bis ich dann nachher ihm nachweisen konnte, dass dieses Rätsel halt ganz genau in Phase der Aussage seines eigenen Spieles schwingt. Natürlich. Nein, das ist wirklich erstaunlich. Also ich meine ja, dass Marco zeichnet mit Kopf und Hand und schreibt seine Geschichten eher mit Bauch und Nase. Und nein, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Ich finde das sehr bewundernswert, weil ich meine, ich gehe halt immer recht verkopft daran, aber tatsächlich liegt das Geschichtenschreiben für uns Menschen ja tatsächlich eher im Unterbewusstsein. Und, es ist ja ein bekannter Fakt unter Dramaturgen, dass, dass Geschichten auf der ganzen Welt, ohne dass die Leute natürlich sich gegenseitig austauschen und darüber darüber reflektieren, eigentlich immer ähnlich aufgebaut sind. Und das halt auch erst nachträglich von Dramaturgiewissenschaftlern sozusagen, Kulturwissenschaftlern, erst gefunden wird, dass also die Gründe dafür gefunden werden, warum überhaupt Geschichten erzählt werden. Und eigentlich macht der Bauch das
ohne das bewusst zu reflektieren. Und dass dann halt solche Ungestalten wie, wie heißt er denn jetzt, dieser Drehbuchtheoretiker, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, verdammt, blättert es mal zu Hause nach und schreibt es bei uns auf die Facebook-Seite. So ein Drehbuchtheoretiker, der es verbrochen hat, dass halt genau gemessen wird, nach 20 Minuten kommt der erste Plotpoint und so weiter. Schreibt das mal bitte an unsere Facebook-Seite und dann könnt ihr tatsächlich auch eine Schachtel Erdnüsse gewinnen, wenn ihr die Antwort richtig erraten habt. Aus Norderstedt? Der kommt nicht aus Norderstedt, nein, der kommt aus Hollywood. Nein, die Erdnüsse. Ach so, die Erdnüsse, ja. Norderstedter echte, genau. Wo ich glaube, Norderstedt, da wird Schokolade produziert. Da wird Schokolade produziert. Oh, die war ganz in der Nähe von meiner alten Schule tatsächlich. Oh. Nicht so in der Nähe von Norderstedt Mitte, aber in der Nähe von Norderstedt Mitte ist ja auch nichts. Also du bist tatsächlich mitten auf die ins Moor gezogen da. Ja. Norderstedt Mitte ist übrigens gar kein echter Stadtteil gewesen. Den haben sie erst in den 70ern geplant und angefangen aufzubauen und so weiter. Und ich erinnere mich noch, als das Kino da hinkam, um die Leute da hinzuziehen, sind trotzdem alle immer noch ins andere Kino gegangen. Das Spektrum hieß es. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch existiert oder ob sie das mittlerweile wieder zumachen mussten. Vor fünf Jahren gab es das, glaube ich, noch. Ich war auch mal drin, war eigentlich das eine Kino, was da in dem einen Kino gibt. Das war ein schönes Kino, vor allem, weil es so selten benutzt wurde. Ja, Es war sauber. Aber das war auch ganz cool, dass es selten benutzt wurde. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Freundin seinerzeit tatsächlich haben sie nochmal Blues Brothers ins Kino gebracht. Und da sind wir ins Kino gegangen, weil große Fans von Blues Brothers waren. Und da hatten wir das gesamte Kino für uns. Wir saßen nur zu zweit drin und haben uns halt faszinierend. Den Film in so einer Art Privatvorstellung angucken dürfen. Oh, das hatte ich schon auch. Aber der Film war nicht so schön. Es war nämlich, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ja. Darfst du nicht? Es war Asterix und Obelix, Realverfilmung Teil 4. Oh, ja, nee, das hättest du lieber verschweigen sollen. Ja, schneiden wir das. Verdammt. Okay, das Rätsel. Okay, hier haben wir das oben. Okay, wenn wir die einen dort oben in die Ecke gesetzt, dann würde ich jetzt hier mal sagen, die hier, dann steckt sich das mit dem hier. Da schlägt sich das ist mit dem. Schlägt sich nur mit dem. Und wo sitzen wir den dann hin? Das ist ja dann der hier wieder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt stehen die sich noch im Weg und jetzt hier das dort dann hier vielleicht und dann und jetzt hier dort stehen sich die im Weg und dann Ich glaube, ich habe es geschafft. Die Damen können sich nicht mehr gegenseitig schlagen. Tatsächlich. Das ist bemerkenswert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Tja,
Du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Du hast mir ein neues, weitaus schwierigeres Rätsel aufgegeben, junger Mann. Ist am Ende so etwas wie eine Balance durch Stillstand doch denkbar? Ich werde wohl mein Werk auf dieser Insel überdenken müssen. Das heißt, du wirst keine mysteriösen Reden mehr schwingen? Ich werde vor allem erst einmal keine Kerzen mehr anzünden. Wer bin ich auch, dass ich besser wüsste als der Wind, wann ein Licht lange genug gebrannt hat? Ein Nichts. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Löse das Schachrätsel, um es zu überspringen. Hurra. Das ist meine Kerze. Das können wir auch immer gebrauchen. Jetzt pusten wir mal erstmal ein paar Kerzen aus. Jetzt müssen wir auch draußen. Oh, Sekunde erstmal hier. Okay, in dem Screen kommt ein ganz furchtbares Rätsel. Ein Schachrätsel. Ich find's gar nicht so furchtbar. Doch, ich hab's verbrochen. Ich geb's zu. Ja, du hast das irgendwo abgezeichnet, ne? aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Markus Unterbewusstsein arbeitet. hier muss ein Rätsel hin, dann sucht er sich irgendwas aus. Und im Endeffekt passt es ganz genau zu seiner Metapher, die er halt auch genauso unterbewusst halt erstmal einstreut, dann erstmal sagt so, nee, da gibt's gar keine Metapher. Und im Endeffekt ist sie dann doch da drin. Und genauso war es auch mit dem gesamten Charakter von Mulachai, dem Hüter der Stille, sozusagen. Der, Sedwick, eine Lektion, über die, über den Stillstand auch andreht. Also ich finde den Charakter irgendwie cool, weil er so schön mystisch ist und trotzdem den eben dadurch in der Lage ist, so den die ganzen Subplot, die ganze innere Handlung halt einfach so ein paar Doubts vor die Fresse zu labern. Und genauso funktioniert auch das Rätsel, aber ich glaube, das ist nochmal ein extra Screen, wo wir nochmal was zu sagen müssen. Ja, auf dem Screen könnte man vielleicht noch. Ich glaube, es fällt nie auf, aber er hat ja ein kleines Haustier, einen kleinen Feuerdrachen, der die ganze Zeit die Kerzen mit ihm wieder aufs Neue macht. Was? Ja, wir hatten auch eine kleine Animation dazu. Die haben wir, glaube ich, hier gestrichen. Mulachai, ja. Und natürlich fällt einem bei Mulachai auch so ein bisschen auf, ein weiteres Mal. Dass Marco seine Inspiration für seine Charaktere und seine ganze Welt halt schon auch stark so aus den 80er Jahre Jim Henson Filmen zieht. Also Mulachai erinnert mich halt immer so ein bisschen an Der dunkle Kristall, aber auch das haben Marco und ich ja gemeint, dass wir halt große Fans von diesen Jim Henson Fantasy Filmen waren und neben den Studio Ghibli Filmen waren sicherlich die Jim Henson Fantasy Filme denke ich mal eine große Inspirationsquelle, zumindest erkenne ich das halt immer wieder, also Labyrinth oder eben Der dunkle Kristall. Genau, oder das letzte Einhorn auch. Ja. Die ganzen 80er Jahre Filme. George Lucas und Steven Spielberg waren ja auch mal gar nicht so schlecht. Ja, irgendwann in den 90ern war es auf einmal hirntot, aber oh Gott, wir werden so verklagt. Streichen Sie das. Genau. Ja, ihr glaubt mir doch sowieso nicht, dass ich das Schachbrett selbst gelöst habe. Ab in den Wald. Oh, ein paar Yakis. Die müssen wir jetzt irgendwie fangen. Habe ich auch keine Ahnung wie. Die hauen mir jetzt immer ab. Ich will sie nicht verscheuchen. Wenn sie sich noch tiefer im Wald verkriechen, können sie mir nicht mehr dabei helfen, Kalida zu wecken. Ich müsste sie irgendwie dazu bringen, mir auf den vorderen Teil der Insel zu folgen. Aber wie? Muss nur eine Licht auspusten wahrscheinlich. Das wird schon reichen. Ganz schön dunkel dort, mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Ein großer Screen, aber relativ wenig Bedeutung hier. Jetzt ist wohl kaum die richtige Uhrzeit, um im Wald Holz zu sammeln. Ich könnte die gefräßigen Raubtiere dabei stören, unvorsichtigen Wanderern aufzulauern. Tja, da sagst du was. Hallo, gefräßige Raubtiere, hier bin ich. Moment mal, das war vielleicht nicht so klug. Warum habe ich das überhaupt getan? Hallo, seid wild. Ja,
Ah, hier sieht man auch wieder, die Lineart ist von Simone wieder gemacht worden. Sehr, sehr, sehr schön geworden. Und wir sehen hier... Lockies. Ja, meine? Was? Sehen wir hier irgendwas von mir? Ich glaube nicht. Nein, die sind jetzt nicht da. Aber, ach so, die Yuckies, du musst sie genau. Dir einfach vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob sie im Spiel sind. Die Yuckies sind da. Was heißt eigentlich, du hattest ja die Yuckies auch in deiner ursprünglichen. Ich habe nur ein bisschen die Metapher umgedreht. Sie sollten eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ob sie wirklich eingeschläfert werden. Oder eingeschläfert, oh mein Gott. Nein, das sagt man ja nicht. Nicht eingeschläfert. Sie sollten, glaube ich, sogar in Eiform vorliegen. Man musste sie erst ausbrüten. Die Yuckies. Aber im Endeffekt ist das ganze Rätsel um die Yuckies und ich glaube auch die Idee, was man mit ihnen so anstellt, ich darf es dir jetzt noch gar nicht verraten, das ist tatsächlich, glaube ich, das Idee gewesen. Er hat sehr viel im zweiten Kapitel gemacht. Er hat fast das ganze zweite Kapitel gemacht, genau. Spades Schuld. Ja, weil viel war auch schon von dir da, glaube ich. Viele Ideen. Wir haben natürlich auch viel in der Gruppe besprochen, also aber ich, Bade hat nachher das Rätseldesign im zweiten Kapitel sehr stark überarbeitet. Hat er Jod gemacht. Warum ist er eigentlich nicht da? Da bist du ja auch nochmal vors Mikro gezerrt. Ja, ich war eben nochmal da, er wollte nicht. Den kriegen wir doch mal vor. Den kriegen wir noch. Das wäre ja sehr schön.